Moin, hier ist Lockpicking Nord. Wir picken heute mein größtes Schmuckstück bis jetzt, jedenfalls. Ein American Lock Serie 700. Das ist ein Vollstahlschloss mit einem neu bestiftbaren, unbestiftbaren Kern. Hab das ziemlich günstig gekriegt von Amazon, sogar mit kostenloser Lieferung, hab mir 5-Sterne-Rezension abgegeben und sofort war es 20 Euro teurer. Also leider kann ich den Tipp nicht weitergeben, nicht wirklich, aber naja, man kann das wenigstens mal sehen. Ist ein super Schloss, muss man sagen. Wie gesagt, hammerschwer, hammergroß, hammerdicker Bügel. Schlüssel läuft ganz wunderbar. Klingt hammer, wenn man das aufmacht. Finde ich. Werde ich auf jeden Fall nicht wieder hergeben. So, drin sind geriffelte Pins, also serrated. Versuche mich mehr deutsch auszudrücken. Sie haben Rillen. Und außerdem sind Spulen drin, die außerdem auch eine Rille in dem dickeren Teil haben. Also es ist wirklich, wirklich schwer zu fühlen, was passiert in dem Schloss. Ich habe es schon häufig gepickt. Sobald ich erstmal ein Full Set, also den Kern auf Kipp habe, geht das eigentlich alles wunderbar. Nur bis dahin zu kommen, ist wirklich, wirklich schwer. Man hat schnell Pins zu hoch gesetzt, sage ich jetzt, weil ich es pick wie ein Amerikaner, so ein amerikanisches Schloss. Ich nehme also die Pins nach oben, die Federn nach oben. Man hat es schnell verbockt. Wir gucken mal, wie schnell ich das schaffe jetzt. Ich hoffe, es dauert nicht allzu lange. So, Julian sagte ja schon mal, wir haben Flat Wrenches, Pry Bars in 1,4 mm Stärke. Die sind genau für diese American Schlösser da, also nicht nur für das, sondern auch für ein oder zwei andere, die wir haben. Passt 1A da rein. Hat richtig gute Kontrolle über den Kern. Und wie gesagt, dafür wirklich genial. Sind aus einem Küchenmesser, meine ich, gefertigt. Also, wenn man sowas findet, kann man sowas prima draus bauen. Benutze den Sparrows Offset Hybrid. Der hat zwar keine besonders dolle Aushebung hier, der keine heftige Biegung. An sich ist aber auch nicht schlimm, weil ich hier von ganz unten im Kern arbeiten kann. Ich kann hier unten den Picker gegenlegen und kann richtig steil nach oben picken. So, ich fange hinten an zu fühlen. Ich muss noch den richtigen Winkel finden. Ein bisschen knapp ist das schon. So. Nochmal ein bisschen die Hand besser in die Kamera drehen. Merke ich gerade. Ich glaube, so ist ganz gut. Okay, also 5 ist gebunden. Gebe ihm einen Klick. 4 ist auch gebunden. 3 zwar auch, aber ich habe gelernt, dass man davon erstmal die Finger lassen soll. Den hat man sonst sofort zu tief gesetzt. 5 fühlt sich an, als wäre richtig, wäre gut. 4 fühlt sich eigentlich auch gut an. Wie gesagt, von 3 die Finger lassen. 2 und 1 sind aber noch federnd. Sind noch nicht gebunden. Muss einer von den hinteren sein. Wie gesagt, 5 fühlt sich soweit ganz gut an. Ich gebe ihm nochmal einen Klick. War jetzt eher ein bisschen unbeabsichtigt. 4. Oh ja, jetzt habe ich gemerkt, der Kern dreht sich ein kleines bisschen. Ich weiß nicht, ob man das sehen konnte. 3 ist immer noch gebunden, lasse ich aber immer noch die Finger von. So, dafür muss der Kern sich schon ein bisschen doller drehen. So, ich glaube, 4 müsste noch ein bisschen höher. Jawohl, das könnte es gewesen sein. Gucken. 2 ist noch nicht gebunden. Ich versuche mal 3. Und hinten ist wieder alles frei. Nee, das war es nicht. So, ich habe noch mal ein bisschen losgelassen. Die Pins sind wieder runtergekommen ein bisschen. Nur ein ganz kleines bisschen wippen. Wenn irgendwas falsch gesetzt ist, dann wirkt das schon Wunder. Manchmal hat man sogar Glück und der Stift bleibt genau an der Scherlinie hängen. Na, und auf einmal hat man ein Full Set, den Kern auf Kipp. So, ich habe 5 einen Klick gegeben und 4 2. Der Kern hat sich jetzt ein merkliches Stück gedreht.
für mich. 2 ist jetzt auch gebunden. Das heißt, ich kann 3 antippen. Habe ich jetzt sogar versehentlich schon getan. 3 sitzt jetzt da, wo er sitzen soll. 2 gibt Feedback, bisschen Gegendrehung. So, und jetzt habe ich einen richtig tiefen Kipp. Richtig tiefes False Set. Also, wenn ich jetzt nochmal hinten reinfühle, bleibt mit dem Picker in der Kamera hängen. Das ist ja klasse. So, 5 fühlt sich super an, ist auf jeden Fall gesetzt. 4 auch auf jeden Fall gesetzt. Ich meine, man merkt jetzt, man sieht jetzt auch, dass der Kern sich bewegt, aber das ist einfach, weil der Kern lose hier drin sitzt. 3 ist super, 2 ist super, es kann bloß noch 1 sein. So, nächste Sache, die ich gelernt habe, was richtig lange gedauert hat, immer das Schloss aufzubekommen, war einfach, den muss man wahnsinnig hochsetzen. Ich kann das Schloss nicht hier unten spannen. Wenn ich das hier unten spanne, dann verkeilt sich der Spanner hier unten im Gehäuse. So kriege ich das einfach nicht auf. Und wenn ich von hier unten hebe, dann hebe ich mir immer den Spanner raus. Macht zwar nichts, weil der Kern hier noch gar nicht unter Federspannung steht. Also eigentlich steht er unter Federspannung, aber jetzt noch nicht. Das kommt erst, wenn man ihn eigentlich offen hat, wenn man alle Pins gesetzt hat. Ich gehe jetzt einfach hin und nehme die Kante hier. Da setze ich meinen Picker an. Wieder an der Kamera vorbei. So, und jetzt suche ich mir den ersten Pin, den ersten Stift und hebe doch meinen Spanner raus. Ach, das war ja klar. Na gut, kann man nichts machen. Ich hoffe, es ist nichts passiert. So, ich muss das alles noch mal ein bisschen drehen. Ich komme ja einfach mit dem Kamerastativ nicht zurecht. So, ich setze wieder hier auf die Kante. Suche mir meinen ersten Pin. Der gibt auch richtig viel Gegendrehung, richtig viel Counter-Rotation. Habe ich ihn wieder verloren. Hier ist er hin. Angst, den Spanner wieder wegzuschießen. So. Jetzt habe ich ihn. So, gesetzt und Schloss ist offen. Gut, also festgehalten wird das Ganze mit einer Kreuzschraube. Die muss man nur lösen. So. Nee, gar nicht so. Mann, ist die tief drin. Das ist lange nicht mehr auseinander gehabt. Dachte, die wäre kürzer. Nee, ich glaube, hier unten dreht sich der Stift mit, der alles zusammenhält. Wir versuchen das nochmal. Jetzt, das war's. Gut. Die Platte kommt ab und der Kern kommt raus. Drin ist ein Anti-Bypass-Wafer. Peterson hat mal ein Werkzeug entwickelt, mit dem man durch den Kern durch hierdurch mit einem Haken den Aktivator hinten drehen konnte. Dann haben die einfach diese Plättchen eingesetzt. So. Clip kommt ab. Hinten. Ach. Wenn ich es denn schaffe. Ist leider kein verdrehgesicherter. Die sind einfacher. So. Wir haben uns ein neues Pinning Tray gebaut. Aus Kirsche. Gestern Nachmittag gefräst. Wollen wir gleich mal ausprobieren. So, nehmen den Schlüssel, verdrehen den Kern so rum. Dann brauche ich keinen halbmondförmigen Follower. Habe ich nämlich nicht. Ich habe noch nicht mal einen richtigen passenden. Ich nehme einen Holzdübel. Muss einmal testen. Ich glaube, genau, muss ohne Klebeband. Ein Klebeband war für die Arbus-Zylinder. Ich muss einmal kurz das Klebeband abmachen. Klebeband weg. Dübel frei. Versuchen wir das Ganze nochmal. Pins zeigen in die Richtung. Gut, dann wollen wir mal. So. Das ist der Kern. Der 6. ist leider nicht bepinnt. Hätte man ruhig machen können. Aber, naja. Dann hätte ich es wahrscheinlich auch wieder nicht aufbekommen.
Gut, wir fangen an. Schlüssel raus. So, eins. Sehr kurzer Kernstift. Auch ein sehr kleiner, Standard. Zwei ist geriffelt. Einmal umdrehen. Zwei Riffel an der Seite. Drei auch geriffelt. Vier auch geriffelt. Und fünf auch geriffelt. Also, das sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus. Dann schauen wir mal den Rest an. Habe ich hier hinten hingepackt. So, los geht's. In 1 haben wir eine Spule, die ganz wenig nur rausguckt. Mit Riffeln. Wie man sehen kann. Fiese Geschichte. 2, genau das gleiche. Wir haben wirklich nicht viel Federspannung. Beziehungsweise die Federn sind wirklich sehr kurz. Geriffelt. 1, 2, 3, 4 Riffel. Also die sind echt auf Nummer sicher gegangen. So, komm raus da. 4. Wieder geriffelt. Und 5 Spule mit geriffeltem Ende. So. Federn sind aus Messing. 1, 2, 3, 4, 5. Alle da, auch richtig kurz. Wie gesagt, verschwinden auch tief im Kern, wie man gesehen hat. Nicht im Kern, im Gehäuse. Ich habe neulich schon mal Kern gesagt. Gut, also. Das ist drin. In so einem American 700. Wenn man da mal die Finger ran bekommt, wenn man sowas mal in die Finger bekommt, auf jeden Fall empfehlenswert. Ist eine schöne Geschichte und ein hammerklasse Gefühl, wenn man das mal aufkriegt. Gut, das war's mal wieder für heute. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, hoffe, es hat gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.